Mein Name ist Maike Fervers, ich arbeite bei der Deutschen Lufthansa und bin tätig als Service Agent Check-In. Dies umfasst Tätigkeitsbereiche des Check-In und auch der Flugzeugabfertigung am Gate. Im Bereich des Check-Ins sind wir für die Bedürfnisse der Passagiere verantwortlich. Sie wollen manchmal nicht nur Gepäck abgeben, sondern haben auch nochmal Frage zum Geschehen. Wir kümmern uns dann komplett um den Gast, so dass er auch eine möglichst unkomplizierte Weiterreise hat. Am Gate ist es dann so, dass man meistens zu zweit eingeteilt ist, an einer Langstrecke sogar zu dritt. Und dort ist dann auch natürlich die Teamarbeit gefragt. Wenn die Gäste dann einsteigen, wird eine Ansage gemacht. Die Gäste kommen dann meistens direkt nach vorne und dann beachten wir den Einsteigevorgang. Wenn dann alle da sind, dann bringen wir den Flugabschluss ins Flugzeug und übergeben es persönlich dem Kapitän. Und dann wird die Tür geschlossen und dann in dem Moment ist der Flieger für uns fertig. Als Bewerber sollte man einen mittleren Bildungsabschluss mitbringen, Fremdsprachenkenntnisse, Deutsch und Englisch. Man sollte auch bereit sein, im Schichtdienst zu arbeiten. Und dann sollte man einfach gewisse Dinge mitbringen, Serviceorientiertheit, Kommunikationsstärke, dass man im Team arbeiten kann. Und in schwierigen Situationen sollte man natürlich auch diplomatisch sein können. Vorteil bei einer Airline zu arbeiten ist, dass man nach einem halben Jahr vergünstigt Flugtickets beziehen kann. Es gibt noch ein Jobticket dazu, man bekommt einen freien Schichtplan. Und da wir fast 1600 Mitarbeiter auf der Station sind, besteht auch die Möglichkeit, einen Dienst zu tauschen. Was es einfach besonders macht, hier am Flughafen zu arbeiten, ist, jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist einfach für sich einzigartig. Man arbeitet mit neuen Menschen zusammen, immer wieder im Team. Es ist einfach, ja, einfach nur ein schönes Gefühl. Faszination Flughafen.